Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Rundfrage meinerseits an euch. Und zwar hatte ich mir überlegt, in jeder ersten Woche eines Monats, das heißt also dann die Woche, wo der 5. März drin ist, einen Wunschvideo rauszuhauen. 5. März, das wäre ein Montag, das heißt also zum Lego-Thema, würde es mich freuen, wenn ich da von euch Vorschläge bekommen würde zu einem Set, was im Preisbereich von 1 Euro bis 50 Euro liegt. Egal aus welcher Reihe, ob es ein Friends ist, ob City ist, egal. Ne? Also macht da ruhig Vorschläge, schreibt dann einfach unten unter das Video da in den Kommentarbereich die Setnummer und den Titel des Sets. Aber bitte nicht mehr, weil dann muss ich halt mal so rauskamüsern. Einfach, wie gesagt, Setnummer und den Namen des Sets. Ob der Setname jetzt in Englisch ist oder in Deutsch ist, ist mir vollkommen Schnurz. Und da werde ich dann was mir eins raussuchen und das dann, wie gesagt, am 5. März dann hier reviewen. Und für Freitags gilt Ähnliches. Da einfach eine Figur, eine Hasbro- oder Kennerfigur, einfach sagen, die würde ich ganz gerne mal sehen. Mal gucken, was der Typ dazu sagt, wie er die findet. Aber dann bitte im Bereich der 3.75er, das heißt, ich muss dann hier in meiner Sammlung, in meinen Kisten da hinten dann mal durchwühlen. Und da suche ich mir diejenige dann raus und stelle die dann auch hier mal vor. Ist also nicht unbedingt so gesagt, dass ich die dann unboxe oder auspacke, halt von der Karte zupfe. Denn ausgepackt habe ich jetzt eigentlich mehr Chancen, da auf jeden Fall was dann zu bekommen. Auch da einfach bloß dann den Namen, eventuell noch die Serie. Doch, die Serie wäre nicht schlecht, denn es gibt ja Charaktere, die halt auch schon mehrmals veröffentlicht wurden, ob es jetzt in der TVC war, ob es in der TAC oder T30AC war, ob es in der POTF 2 Serie war oder in der Vintage-Reihe. Manche Charaktere, wie gesagt, kamen ja des Öfteren vor. Darunter fallen natürlich nicht solche Figuren wie Obi-Wan. Episode 1 Obi-Wan, davon gab es glaube ich bloß ein oder zwei oder so. Genau wie Qui-Gon. Tut es auch nicht nur unter die Serie zuzuschreiben, weil gab es auch nur einmal. Ja. Da habe ich immer gesagt, irgendwie, wenn jetzt noch einer rauskommt, dann ist es wahrscheinlich Obi-Wan beim Kacken. Also, montags, den 5. Bitte Tipps abgeben für oder Vorschläge abgeben für ein Lego-Set und freitags dann Vorschläge abgeben für eine Hasbro- bzw. Kennerfigur im Maßstab 3.75-Inch. Bei Lego-Sets bitte maximal 50 Euro. Ich kann mir vorstellen, dass dann solche Sachen kommen wie Joker Manor oder die kann ich mir momentan echt nicht so aus den Ärmel schütteln. Das wäre ein bisschen schlecht. Und wenn nur solche Sachen da drin stehen, dann ja, hilft das ja auch nicht unbedingt weiter. Vielleicht in der Zukunft dann ein bisschen besser, aber momentan hat mir ja YouTube auch so ein bisschen, oder die ganzen kleinen YouTubern, die unter 1000 Abonnenten haben, so ein bisschen auf den Kopf gekackt, indem sie dann gesagt haben, so, ihr seid unwichtig, euch schmeißen wir erstmal raus, ihr bekommt von uns, oder ihr könnt eure Videos nicht mehr monetarisieren, das heißt also, da fällt, also es war schon ein bisschen was im Monat anfiel, das fällt halt weg, sonst hätte ich uns mal ganz gerne für solche Sachen dann genutzt, aber jetzt geht's dann wirklich an den eigenen Geldbeutel. Dann ist dann wieder vielen Dank fürs Reinschalten, fürs Dabeisein und freue mich auf eure Vorschläge. Bis zum nächsten Mal und ciao.